Moin Moin! In diesem kurzen Video soll es darum gehen, welche Lawinenschaufeln zum Kauf Sinn machen und welche eher nicht. Es gibt viele verschiedene Modelle an Lawinenschaufeln, von ultraleichten Carbonschaufeln ab 250 Gramm bis hin zu multifunktionellen Schaufeln, welche auch als Eispickel benutzt werden können, mit ca. 900 Gramm auf dem Markt. Auch bei den Schaufeln ist das Packmaß, der Preis und sicherlich auch das Gewicht nicht unwesentlich. Es ist aber leider anzumerken, dass Carbon-Schaufelblätter so wenig Belastung aushalten, dass sie für den herkömmlichen Einsatz nicht geeignet sind. Ebenso ist auf die Größe des Schaufelblattes zu achten, um möglichst viel Schnee in kurzer Zeit bewegen zu können. Bei Lawinen häufig härterem Schnee ist eine leichte Anwinklung des Schaufelblatts sinnvoll. Dies sorgt für ein ergonomischeres Schaufeln und für mehr Stabilität des Schaufelblatts. Auch gibt es Unterschiede in puncto Schaft. Ein ausziehbarer Schaufelschaft sorgt für mehr Hebelkraft und kraftsparendere Haltung beim Schaufeln. Ein Griff, der die Möglichkeit bietet, das Schaufelblatt an ihm zu befestigen, führt dazu, dass man Schnee durch Hakbewegungen schneller und leichter wegziehen kann. Außerdem gibt es viele Schaufelgriffe, die die Möglichkeit bieten, einen Eispickel aus ihnen zu bauen. Dies kann eine deutliche Gewichtsersparnis im Rucksack bedeuten, wenn man notfalltechnisch einen Eispickel dabei haben will. Wobei man hier auch sagen muss, dass ein solcher Eispickel kein Ersatz für einen richtigen Eispickel ist. Wir merken also, dass es abgesehen davon, dass man auf Carbon-Schaufelblätter verzichten sollte, eine breite Auswahl an Lawinenschaufeln auf dem Markt gibt. Die Wahl hierbei hängt von den persönlichen Vorlieben ab, ob ein verlängerbarer Schaft, eine Eispickel-Option oder wie groß das Schaufelblatt genau sein soll. Alles persönlichen Vorlieben überlassen. Wichtig ist immer das Lawinen-Equipment dabei zu haben, sobald wir den freien Skiraum passieren. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Servus.